Wir gehen an den Ort hinunter, den wir heute für das sicherste Gefängnis des Römischen Reiches halten. An diesem furchtbaren Ort wurden die Anführer fremder Völker eingesperrt, um enthauptet zu werden. An dieser Säule, so erzählt es die Legende, sollen Petrus und Paulus angekettet gewesen sein. Ein Ort, an dem die Hinrichtung fast als Erlösung erscheinen musste. Wir sind uns sicher, dass die Gefangenen durch diese Öffnung in der Decke hinuntergeworfen worden sind. Hier unten war es vollkommen lebensfeindlich, dunkel und sehr feucht. Damals, wie man heute noch sieht, stieg das Wasser, das in diesem Brunnen ist, hier herauf und hat den ganzen Boden bedeckt. Erst vor kurzem hat die Archäologin Patrizia Fortini den mamertinischen Kerker aufwendig untersucht. Sie konnte nachweisen, dass das Gefängnis schon weit vor der Zeit des Paulus bestand und dass hier seit dem 5. Jahrhundert wichtige christliche Heilige verehrt wurden. Wir warten immer noch auf einen Fund, vielleicht eine Inschrift, die uns hilft, endgültig die Gefangenschaft von Petrus und Paulus beweisen zu können. Aber es gibt antike Quellen, die davon berichten. Und auch der christliche Glaube überliefert ihre Anwesenheit von alters her.